Guten Morgen! Ich hoffe, ihr habt euch viel Zeit mitgebracht, denn heute gibt es das längste Video, was ich je gedreht habe. Aber es lohnt sich. Es ist voll Inspiration, Information und gibt Einblicke in das Leben eines Menschen, der verstanden hat, was es bedeutet, seinen Gefühlen zu folgen. Andreas war mehrere Monate mit an Bord der Sea Shepherd und was er darüber denkt, was er erlebt hat und wie er diese Erkenntnisse dieser Zeit in sein Leben nun mit einbaut, das erfahrt ihr heute. Ich wünsche euch viel Spaß und verabschiede mich schon einmal jetzt an dieser Stelle, da ich nicht davon ausgehe und mir die YouTube Statistik dabei recht gibt, dass sich die meisten das Video wirklich bis zu Ende anschauen. Aber ich bin auch kein Fan davon, das Interview in unzählige Teile zu zerstückeln, um damit mehr Klicks zu generieren, und ich habe auch genug Content, um nicht irgendwelche Videoideen Engpässe, die man haben könnte, überbrücken zu müssen. Also daher gibt es jetzt die volle Dröhnung vom Andreas von mir. Ich wünsche euch also viel, viel Freude mit Andreas und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao. Andreas, grüße dich. Freut mich. Ich habe dir ja geschrieben, ich müsste jetzt etliche Zeit auf dich verzichten. Ne? Ich habe zwar Internet auf dem Schiff, aber wäre unfair gegenüber den anderen gewesen und vor allem war es sehr langsam. Ja. Genau. Ja. Heute früh habe ich dein Zuckervideo gesehen und gemerkt, du bist auch ein Fan von Kokosblütenzucker. Aber der Link war klasse. Ja, jetzt, du musst mir erstmal genau sagen oder auch meinen Zuschauern, was du jetzt genau gemacht hast. Du kommst jetzt sozusagen frisch von den Weltmeeren, kann man das so sagen? Das kann man sagen. Ich habe, es gibt so eine Organisation, die nennt die Sea Shepherd. Mhm. Wurde mal von einem Greenpeace-Gründer 1977 gegründet und die betreibt unter anderem eine Flotte, die also auf den Weltmeeren auf verschiedenen Kontinenten aktiv ist und dort halt verschiedene Aktionen durchführt. Ich hatte mich für so eine Aktion beworben oder allgemein beworben, mal auf so ein Schiff zu gehen. Und zu meiner großen Überraschung wurde ich genommen. Das war im September letzten Jahres. Bin ich nach Australien gefahren, geflogen nach Melbourne und dort erstmal 3,5 Monate im Hafen mitgeholfen, das Schiff wieder herzurichten. Das war längere Zeit. Also es musste wieder ein bisschen abgearbeitet werden. Das hatte ein paar Antarktis-Sachen hinter sich und wir sind relativ spät losgefahren, geplant war im Dezember loszufahren, dann mussten wir nochmal nach Westaustralien, nach Perth, ins Trockendock, wo das Schiff nochmal repariert wurde, und wir sind das also erst wirklich Mitte Januar sind wir losgefahren und zurückgekommen bin ich vor circa, ja, fast vor 2 Wochen. Also es waren insgesamt fast 8 Monate, die ich da unten war, und 3,5 Monate direkt auf dem Ozean. Ah. In der Antarktis sind wir zwar nicht gekommen, überraschenderweise, aber da hatten uns alle drauf gefreut. Wir sind dann eher in, ich sag mal, wärmere Gefilde gelandet, also die Äquatorgegend. Bevor wir dazu kommen, ich muss das nochmal für mich, weil du musst dich bewerben, für damit du Aktivist sein darfst auf dem Schiff. Du musst dich wirklich bewerben, das ist für mich total neu. Ja gut, es ist sicherlich, wenn du vor Ort bist und vielleicht schon aktiv bist, dann kannst du auch gehen und sagen, kann ich bei euch hier mithelfen. Aber im Prinzip ist das ein ganz normaler Bewerbungsvorgang. Weil sie wollen ja auch ein bisschen abschätzen, was kannst du und wo kann man dich am besten einsetzen? Ich meine, so ein Schiff ist kein Ozeanriese, wo 300 Leute drauf passen. Die durchschnittliche Crewzahl ist immer so zwischen 35 und 45. Also 45 ist schon das absolute Maximum, wo wirklich alle Kabinen besetzt sind. Ja. Da muss natürlich eine Selektion erfolgen, beziehungsweise ähm,
Da gibt es so viele, dass die mehr haben, die auf den Schiff kommen könnten als. Pass an, ich habe im Vorfeld hat mir irgendeiner gesagt, die haben eine ziemlich lange Warteliste, deswegen waren sie überrascht, dass ich drankomme. Aber ich hatte auch das Glück, ich bin in einem Bereich eingesetzt worden, der relativ wenig abgedeckt wird. Also ich war dort der Communication Officer, also der IT-Mensch, sagen wir es einfach mal so, der auch für die Radios. Und da warst du natürlich ein bisschen Hintergrund. Ansonsten gibt es ganz normale andere Sachen. Die Küche muss sein, es muss jemand auf der Brücke sein. Natürlich das ganze Deckteam, das da alles macht. Und nö, die wollen einfach im Vorfeld schauen, wie können sie sich am besten einsetzen und wie können sie sich einteilen. Also man muss sich, wenn man sich bewirbt, kann man bei einer Operation eingesetzt werden, wo es wirklich raus aufs Meer sind. Aber wie man schon sagte, wenn das Schiff im Hafen ist, muss ja auch gewartet werden, muss ja auch viel gemacht werden. Und ja, nö, das ist einfach für die eine Art und Weise, sich da ein bisschen nicht abzusichern, aber ein bisschen zu organisieren, wer da kommt. Weil wenn man da einfach im Vorbeikommen käme, dann wäre das Schiff schnell voll und da würden viele Leute versehentlich anklopfen. Hm. Okay. Ja. Interessant. Und du wusstest schon vorher, was du machen wolltest, oder hast du einfach gesagt, ich mache dann halt, also gab es jetzt für dich eine konkrete Operation, oder hast du gesagt, nee, ich möchte einfach generell mal dabei sein und ja, entsprechend irgendwie eingesetzt werden? Im Prinzip ist es genauso. Also ich habe vor dieser Aktion schon zwei andere Sea-Shepherd-Aktionen gemacht. Das war dann mehr an Land. Mhm. Das war vor 3 Jahren, war ich einmal 14 Tage auf den Färöer-Inseln. Das ist so die kleine Inselgruppe, 200 Kilometer nördlich von Schottland. Natürlich auf dem Weg nach Island kommt man dann vorbei. Da finden also auch jährliche Aktionen statt, weil diese lieben Leute eine etwas merkwürdige Tradition haben, vorbei schwimmende Pilotwale abzuschlachten. Bei der Tradition, ja, vielleicht ist kein Mensch mehr. Mhm. Diese Proteste haben eine lange Tradition. Letztes Jahr war ich in Finnland auf einer Aktion, da haben wir nach illegalen Netzen in so einem großen Wassergebiet gesucht, wo es eine sehr seltene Robbenart gibt, die da natürlich sich in den Netzen verfängt und dadurch noch mehr dezimiert wird. So, und dann hatte ich einfach ein paar Lust, ich habe mich danach beruflich verändert, also hatte plötzlich viel Zeit. Man muss auch ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man raus aufs Meer geht, weiß man denn, ist man ein Monat weg, ist man 2 Monate weg, vielleicht ist man sogar 4 Monate weg. Absolut ein Problem. Und ja, auf eine spezielle Position bewirbt man sich normalerweise nicht. Man schreibt einfach, man kriegt einen großen Fragebogen und schreibt dann auf, was man kann. Mhm. Also wer schweißen kann, kann schweißen. Wer mit dem Computer umgehen kann, schreibt das rein. Wer tauchen kann, schreibt das rein und so weiter und so fort. Und nach diesen Details wirst du dann erstmal grob eingesetzt. Aha. Ich habe Glück gehabt, ich habe gleich ein Angebot bekommen als Communication Officer, weil auch zufälligerweise gerade Aufgaben waren. Aber ich habe also zum Beispiel erlebt, dass viele Leute im Hafen erstmal ins Deckteam eingeteilt wurden. Die haben dann entrostet, gestrichen, die haben sauber gemacht jeden Tag, die haben Ersatzteile ausgewechselt. Und erst dann, als es dann ging, gehen wir raus, kam dann so die Aufteilung, okay, du bleibst im Deckteam, du gehst raus auf die Brücke. Also haben viele Leute, die sind aus dem Deckteam zum Beispiel auf die Brücke gegangen, die haben dann Navigation gelernt, die haben dann Funken gelernt, die haben, wie man mit Karten umgeht. Also es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Das kann man vorstellen. Ja, Spezialisten gibt es eigentlich nur im Maschinenraum, dann in der Kommunikation. Und in der Küche natürlich. Ja, also richtige Köchin oder beziehungsweise waren dann so 3 oder 3 richtige Köche hatten wir auch. Ja. Schön. Ja. Und
die Aktion, die dann mit der Sea Shepherd gemacht hat, also ich kenne Sea Shepherd, was du gesagt hast, dieser Gründer von Greenpeace, das ist doch dieser mit dem weißen Bart gewesen, der... Paul Watson, ganz genau. Genau. Und ich habe irgendwie so im Kopf, dass die Aktionen wohl nicht alle so 100% legal sind, sondern dass da in der Graustufe sich da bewegt. War das für dich ein Problem oder hast du gesagt, nö, weil ist ja durchaus auch eine Gefahr. Ich weiß nicht, musst du da zum Beispiel irgendwie was unterschreiben, also dass du, weiß ich nicht, dass du die Gefahren kennst, mit der du dich aussetzt? Genau. Also es wird sehr strikt darauf geachtet, dass sich die Leute darüber im Klaren sind, wenn sie so rein ans Meer fahren. Erstmal die generellen Probleme. Ja, man ist auf dem Schiff. Wenn was passiert, ein Krankenhaus ist nicht gleich um die Ecke. Wir haben zwar eine Bordärztin da, aber die ist natürlich in diesem kleinen in ihrem kleinen Hospital auch nur begrenzt ermöglicht. Also das ist erstmal die ganz allgemeine Gefahr, auf die du hingewiesen wirst. Und dann natürlich wird auch darauf hingewiesen, dass es Aktionen geben kann, die nicht ganz ungefährlich sind. Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass du zu keiner Aktion gezwungen werden kannst. Okay. Also du kannst jedes Mal sagen, nein, das ist mir zu gefährlich oder ich will das nicht und so weiter, dann kannst du das zurücktreten. Ja, man muss es nicht unterschreiben, du musst auf jeden Fall hundertprozentig. Klar herrscht auf dem Schiff eine Befehlsgewalt, was der Captain sagt, was die Offiziere sagen, das muss gemacht werden. Aber sobald etwas kommt, dass man mit einem Boot rausfährt, dass man sich irgendwie einem anderen Schiff nähert, wo es dann auch kritischer wird, dann wirst du auch direkt gefragt, willst du das? Okay. Ja. Und was ich auch gemerkt habe, also es geht bei diesen Aktionen, der hat gesagt, es ist nicht immer ganz legal, es ist eher eine graue Zone. Also ganz illegal kann keiner Sea Shepherd ist. Gerade in den heutigen Bereichen, der Powers mal das mal ausgedrückt, kann man relativ wenig, sieht zwar schön aus in dem Film, wenn so ein Sea Shepherd Schiff so ein Fischereiboot rammt, aber heutzutage kommt man sehr, sehr schnell in die Terroristen-Szene. Und das ist kein Spaß. Und es ist auch vor allem wichtig zu verstehen, Hauptpriorität ist, es dürfen keine Menschen zu Schaden kommen. Mhm. Egal, was für Bösewichte das am Ende sind, man kann mal eine Netzeinrollabrichtung rasieren oder kann man eine Beule oder eine Schraube blockieren. Aber Menschen dürfen auf keinen Fall in Gefahr kommen. Okay. Ja, sowohl von der eigenen Mannschaft als auch von denen, die man die Bösewichte. Und egal wie illegal das Zeug ist, was die machen, es ist ja auch umstritten, manchmal die japanische Walfangflotte, die jetzt auch letztes Jahr wieder draußen war, die bestreiten halt, dass das, was sie machen, illegal ist. Mhm. Die richten sich nicht an internationale Abkommen, die sie eigentlich unterstehen. Und da ist dann natürlich dieser Druck zwischen beiden Seiten. Mhm. Die einen sagen, es ist illegal, die anderen sagen, es ist nicht illegal. Aber auch in diesem Fall, es geht hauptsächlich um Beobachten, um Aufzeigen. Also wenn wir da so ein einzelnes Treibnetz einholen, wie das zum Beispiel in der letzten Aktion auch gemacht hat oder mehrere, wie es letztes Jahr passiert ist, dann stoppt das nicht die internationale Fischerei, aber es erzeugt Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Deswegen sind auch Kamerateams immer an Bord, die das dokumentieren. Also dokumentieren ist eigentlich auffinden und dokumentieren ist eigentlich die Hauptsache, als irgendwelche waghalsigen Aktionen zu machen. Mhm. Obwohl auch jemand hat mal gesagt, es sieht gut aus im Fernsehen.
Also die Leute stehen drauf. Und das ist dann so der Mittel zum Zweck. Aber wie gesagt, niemand muss dann was machen, der das nicht wirklich will. Ja. Und ist da so vom Gefühl her, wenn man zum Beispiel sich so einer illegalen Walfangflotte nähert, da eher so das Bedürfnis, also ist man da etwas lockerer, dass man dann vielleicht auch diesen Spagat zwischen Legal und Illegalität auch überschreitet, weil man ja eigentlich weiß, dass die andere Partei auch illegal arbeitet? Oder gibt es grundsätzliche Prinzipien? Das eine hast du jetzt genannt mit den Menschen, das ist klar, aber verschwimmen die Prinzipien je nachdem, wie legal oder wie illegal sozusagen diejenigen sind, die ihr beobachtet? Habt ihr da ganz klare Sachen immer oder tut ihr auch mal anpassen? Wir tun eigentlich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber die Erfahrung, die macht, die ganze Aktion ist ständig Anpassung. Okay. Also du gehst da tatsächlich raus mit einem Plan und du gehst raus mit einem Plan und letztendlich kommt alles andere. Das hat man dieses Jahr wieder gesehen. Wir wollten eigentlich ursprünglich in der Antarktis, letztendlich sind wir in Hongkong gelandet, in genau die andere Richtung. Aber einfach der Grund war, wir sind auf dem Weg zur Antarktis, auf eine Gruppe von chinesischen Fischerbooten gestoßen, also Fischerbooten, das waren schon richtig große Schiffe, die damit Treibnetzen hantiert haben. Treibnetze sind seit Mitte der 80er Jahre illegal. Ja. Und wir sind gleich abgehauen, als wir uns gesehen haben. Wir haben dann in Treibnetz, was wir zurückgelassen haben, eingeholt. Köstliche Arbeit, sehr, sehr anstrengend, dann ja auch hier entsprechende Einrichtungen da. Ja, und dann hieß es, jetzt sind wir so spät dran, wir wollten eigentlich zwei anderen Schiffen her sein, die schon seit 10 Jahren von Interpol gejagt werden. Dann hieß es aber plötzlich, wir gehen nicht in den Arktis, wir gehen nach Noten, weil es besteht der Verdacht, sage ich mal, dass sie schon wieder auf dem Rückweg sind. Mhm. Ja. Und genauso ist es tatsächlich auch gekommen. Wir sind dann auch nach Indonesien und dann nach Jakarta. Und tatsächlich, das waren zwar nicht wir, das war dann die indonesische Navy, als dann eines von diesen Schiffen ganz in der Nähe aufgegriffen war, nur 100 Kilometer nördlich von uns. Stell dir mal vor, du wärst zu dem Zeitpunkt in der Antarktis gewesen. Ja. Also es ist im Prinzip, gehst du mit dem Plan raus und aber eigentlich die Veteranen, die, also für mich war das meine erste Fahrt, aber die schon öfter dabei waren, da sagen, das ist, man hat eine grobe Vorstellung, was man will, und es kommt eigentlich ganz anders. Hm. Es kommt ganz anders. Ja. Wir hatten alle warme Sachen da und mussten uns plötzlich und waren eigentlich froh, wenn wir überhaupt nichts mehr anhalten. Also es war sehr, sehr wahr. Das kann ich mir vorstellen. Und die Information, was ja die Grundlage des ursprünglichen Plans ist, die bekommt ihr woher? Also diese Information? Weil es wird ja sicherlich nicht irgendwie so ein Ticker geben, wo sagt, oh, jetzt sind das zwei illegale Walfangflotten dort und dort. Das sind ja irgendwie auch Informationen, da muss man auch erstmal rankommen. Das ist immer so, das ist, glaube ich, und da kann ich gar nicht so viel darüber sagen, nicht weil ich nicht sagen möchte, sondern im Grunde genommen, weil ich nicht weiß. Das ist immer so das Prinzip, dass man nicht ganz genau weiß, was man eigentlich sucht. Ich meine, das Meer ist wirklich groß. Ich bin ja nur auch so eine Landratte und habe eigentlich gar keine Vorstellung, aber einfach so mal nach dem Schiff zu suchen oder nach ein paar Bojen, was wir teilweise auch machen mussten, ist unwahrscheinlich aufwendig, und du greifst dir an den Kopf, wie schnell ein Schiff einfach nicht verschwinden kann. Ach. Und Informationen, manchmal sind einfach der klassische Informant, der sagt, hier, ich weiß was, guckt mal nach, es ist auch viel Erfahrung dabei. Man sieht halt,
wo haben die diese Schiffe das letzte Jahr gefischt. Dort könnte man gucken, wo können sie garantiert nicht sein, weil da ist irgendwas anderes und so weiter. Ja. Und das wird eigentlich und vieles einfach nur stupide Sucherei. Es ist einfach so. Okay. Man geht dorthin und dann schaut man, findet man irgendwas. Man kann auch Pech haben. Also es wird auch am Anfang an gesagt, Leute, es kann durchaus sein, dass wir überhaupt nichts finden. Mhm. Ja, also seid bitte nicht enttäuscht, das ist, ich meine, die Leute, die da hingehen, die sowas machen, wissen natürlich auch, dass sie was sie machen und werden da nicht große Sachen machen und zum Beispiel Identifikationssystem. Jedes Schiff hat ähnlich wie bei Flugzeugen ein Identifikationssystem und geht ganz normal über Funk, das geht auch teilweise über Satellit. Das werden die natürlich in dem Augenblick nicht anschalten und nach dem Motto so, hallo, hier findet ihr es dann leichter. Ja, ist klar, logisch. Also es sind ein paar Informanten, es ist viel Sucherei und es ist, glaube ich, ein kleines Quäntchen Glück ist natürlich auch immer dabei. Ja, interessant. Und für dich persönlich jetzt, erstmal, bekommst du dort einen Lohn oder das ist ja eigentlich ehrenamtlich, aber du musst da zumindest verpflegt werden oder musst du da auch noch für die Verpflegung bezahlen? Das kommt bei dem Operator, das kommt ganz drauf an, das ist eine gute Frage. Im Prinzip arbeitet Sea Shepherd eigentlich damit, dass fast 100% der Gelder, ich sag mal 95%, tatsächlich in Ausrüstung, Material und die Operationen gesteckt wird. Hm. Wenn du dich dort als Freiwilliger anmeldest, bekommst du also keinen Lohn, das machst du also wirklich hundertprozentig freiwillig. Was du zusätzlich bezahlen musst, kommt auf die Operation an. Also Schiff ist eigentlich immer noch recht günstig, da hast du natürlich deine Kammer und die du dir eventuell mit jemandem verteilen musst. Das Essen ist umsonst, sind auch meistens Spenden, wenn man an Land sind, also von Supermärkten oder von irgendwelchen Sponsoren, die da also Sachen spenden. Und du kommst ja nicht gesagt Essen. Das heißt, ich musste im Prinzip, wo ich da runtergemacht bin, nur den Anflug bezahlen. Mhm. Es kann auch sein, dass es bei vielen Landoperationen da sind, dass du zusätzlich auch noch dein Hotel und dein Essen bezahlen musst. Dann wird es etwas teurer. Mhm. Aber im Prinzip ist es so, wenn du dich dort als Freiwilliger, wenn du dort als Freiwilliger genommen wirst, musst du tatsächlich selber dafür sorgen, wie du hinkommst und teilweise wie du dich verpflegst. Und damit ist auch damit ist er eigentlich auch absolut sichergestellt, dass wirklich nur die Leute dabei sind, die wirklich mit vollen Herzen auch hinter den Aktionen stehen. Und dass das nicht irgendwie so ein verkappter Job oder sowas ist, sondern dass es halt wirklich reines Herzblut ist, wenn du dort mitarbeitest. Das sage ich nämlich auch. Es gibt sicherlich ein paar Leute in der Verwaltung oder Sea Shepherd hat auch, glaube ich, einen Rechtsanwalt. Klar, musst du den bezahlen. Ja. Aber ansonsten, wer sich tatsächlich da hinstellt und sagt, ich mache das jetzt, der ist auch mit vollem Herzblut dabei. Ja. Und es gibt ja auch viele auf diesen, ich bin ja hin wieder so auf diesen veganen Festen und so weiter, da gibt es eigentlich auch hin und wieder mal so einen Sea Shepherd Stand, wo man sich dann halt eben so eine Jacke kaufen kann oder sowas von Sea Shepherd, wo ja dann auch wahrscheinlich dann ein paar Einnahmen dann herkommen, also nicht nur Spenden, sondern auch so ein bisschen was bei rumkommt, aber ja, also wie gesagt, Sea Shepherd, ich wusste damals das mit diesem weisen Herrn, aber warum der zum Beispiel von Greenpeace weggegangen ist, weiß ich nicht, also, gehört das noch zu Greenpeace oder gehört das nicht mehr zu Greenpeace? Nee, also es ist jetzt gerade ein Film rausgekommen, den haben wir auch auf dem Schiff gesehen, ich weiß nicht, ob er in Deutschland ähnlich ist, How to Change the World, wie man die Welt verändert, da ist die Gründungsgeschichte von Greenpeace bezeichnet und da wird dieses Problem auch angesprochen. Es ist im Prinzip so, der Paul Watson, das ist ein Kanadier und eigentlich ein Umweltschützer schon seit frühester Kindheit,
Der hat also Greenpeace mitgegründet, war dann und war dann also auch sehr aktiv in den ersten zwei Jahren. Unter anderem hat er sich gegen die Robbenjagd in Kanada, in seinem Heimatland, sich aktiv gestellt. Ja. Und an einem Punkt hat er auch gesagt, ihm sind die Aktionen zu wenig. Also er war nicht ganz zufrieden mit dem, was Greenpeace, er sagt immer, es reicht nicht, bloß Plakate zu schwingen und Sprüche zu klopfen. Man muss auch aktiv vorgehen. Mhm. Und als er ich überlege gerade, wie er es genau gesagt hat, man muss ein bisschen aggressiver vorgehen, meint er. Also hat ein bisschen eine Aggressivität ins Spiel gebracht, ein bisschen Nachdruck. Also das nicht durchsetzen konnte, also zum Beispiel auch von einigen Aktionen ausgeschlossen wurde. Wir hatten halt zum Beispiel vor, in Kanada die Robben mit Farbe zu besprühen, mhm. Also die Robbenbabys mit, die weiße Fell haben, mit grüner Farbe zu besprühen, dass das wertlos ist. Davon hat er Greenpeace abgesehen und da war er fürchterlich sauer. Aus diesem Grund hat er sich dann getrennt und hat gesagt, jetzt mache ich meine eigene Organisation auf, die dann tatsächlich aktiv solche Sachen macht, wie zum Beispiel die Färöerinseln, wenn dort so ein Grimm, nennt sich das, also so Walabschlachten stattfindet, direkt mal daneben geht oder direkt verhindern, dass die Wale überhaupt da reinkommen. In die Gewässer. Also mal dazwischen gehen. Wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwelche Menschen zu verletzen, es geht einfach nur darum, die Tiere zu schützen. Mhm. Und dann aber notfalls auch sich mal tatsächlich dazwischen zu stellen, auch mal sich mit einem Boot vor einem Walfänger zu setzen oder irgend solche Sachen und nicht bloß Plakate hochhalten. Bitte mach das nicht. Mhm. Okay, aber da ist ja vor allem jetzt auch doch ein bisschen ein Wandel eingetreten, hast ja selber gesagt, dass diese Aktion oder diese einzelnen Aktionen, um jetzt zum Beispiel einen Wal zu schützen oder so weiter, dass das ja quasi vielleicht auch so ein bisschen hinter dem zurückgetreten ist, dass man informiert, weil diese unglaubliche Informationsgewalt im Internetzeitalter ist ja so eine Sache, wo du wahrscheinlich viel, viel mehr erreichen kannst, wenn du den Leuten einfach, wenn du sie informierst, was abgeht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrzahl der Menschen nicht so viel Mitgefühl und Empathie haben, dass sie solchen Sachen wie diese Wahlabschlachtung und so weiter, die überhaupt nicht notwendig sind, dass die solchen Sachen nicht einfach sagen, okay, ja, das stimmt, wenn sie es denn nur in ihr Bewusstsein bekommen. Und deswegen ist die Information, ja, denke ich, wahrscheinlich, wie du hast ja vorhin selber auch gesagt, es ist einfach ein Großteil eurer Arbeit. Und ja, könnt ihr euch da nicht wieder Greenpeace anschließen, weil dann habt ihr wahrscheinlich mehr Geld? Es ist natürlich so, du musst nach wie vor Ort sein, um zu informieren. Mhm. Und aber nur das alleine ist schon, wenn man mal wieder von der japanischen Walfangflotte ausgeht, schon eine Konfrontation für die. Aha. Einfach das Filmen und so weiter, das mögen die gar nicht. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern Greenpeace selber da rankommt, aber man sieht im Prinzip selten Bilder, wo tatsächlich die Wale abgeschlachtet werden. Mhm. Und es geht natürlich letztendlich geht's natürlich darum, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen. Mhm. Was da vor sich geht. Auch wenn zum Beispiel in so einem Fall wie auf den Färöerinseln oder bei dem japanischen Walfang, mhm, tatsächlich um Prestige-Sachen geht, ja, wo Tiere getötet werden, wo überhaupt kein Markt dafür da ist, ja, dann geht es auch tatsächlich darum,
aktiv dafür zu sorgen, so viele Wale oder so viele oder so viele Tiere zu retten wie möglich. Mhm. Und nicht bloß zu sagen, liebe Welt, schaut da drauf. Okay. Schau da drauf und bitte hört auf, dieses Zeug zu konsumieren. Ja. Das ist natürlich das große Ziel. Aber nebenbei, wenn wir so einem illegalen Fischer das Preisnetz wegnehmen, dann ist halt dieses Preisnetz nicht mehr da, um noch mehr Fische zu töten. Dann haben wir schon was aktiv gemacht. Greenpeace schreibt in seiner letzten Aktion, ich bin am Greenpeace und Fördermitglied, schreibt auch in ein Bild in seiner letzten Ausgabe und schreibt, ja, wir haben hier im Pazifik diesen illegalen Haifischfänger gefunden und befinden sich mindestens 350 Haifischflossen bei dem an Bord. Da sage ich dagegen, ja. Wir haben 6 von denen aufgegriffen. Wir haben 3 von denen, was sie zurückgelassen haben, eingeholt. Mhm. Aber Haie drin, also wir hatten eigentlich gedacht, es wären Thunfische, nach denen die machen, aber es waren eigentlich fast nur Haie drin, große, kleine. Und 350 Spezies in einem 4-Kilometer-Netz, also unwahrscheinlich fürchterlich. Mhm. Auch Delfine oder Robben waren da drin. Mhm. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht jetzt die genaue Zahl, 15 oder 20 Haie waren noch am Leben, die sind zurück ins Meer gewandert. Schön. Hm. Die leben weiter. Ja, ja. Ja. Und dieses Netz richtet auch keinen Schaden mehr an. Es ist sicherlich im Vergleich zu den Tausenden von Haien, die täglich abgeschlachtet werden, nichts, aber. Also, ich sag mal, wenn man schon da ist, dann kümmert man sich. Das ist den Leuten einfach wichtig, dass sie sagen, jedes einzelne gerettete Leben, das kennst du ja auch als Veganer sicherlich, ist wichtig. Ja, natürlich, klar. Genauso, wenn wir uns darüber freuen, wenn wir jemanden bringen, dass er eben halt mal eine Mahlzeit nicht Fleisch isst, sondern mal was anderes probiert, ist auch schon wieder ein Fleischmahlzeit weniger. Mhm. Und so funktioniert das halt. Deswegen denke ich auch, sind diese Aktionen, wo man also tatsächlich auch in den Händen hält, wahrlich in den Händen hält, was dort vor sich geht. Und ich muss von der Ferne schauen, wie die Netze eingeholt werden, wenn man tatsächlich sieht, blutenden Delfin auf dem Deck und dieser ganze Wahnsinn. Und sich das Netz selber in den Händen hält und sieht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja, so kleine, ganz kleine Maschen. Hm. So ganz kleine Maschen, wo also wirklich alles drin stecken bleibt. Ja. Das geht tief an. Ich denke, es ist auch wichtig, dass die Leute sowas erleben. Es ist nicht das Hauptanliegen von Sea Shepherd, glaube ich, großen Rummel nur um des Rummels Willen zu machen. Ja. Sondern die Leute sind tatsächlich, die sagen, wir können dieses Ding nicht zurücklegen und wir müssen jetzt dazwischen gehen. Mhm. Das habe ich auf dem Perion schon gemerkt, die Leute waren wirklich, also wenn da was ist, wir müssen das irgendwie verhindern. Ja. Ja, das ist, da kann man ja auch, das ist auch so dann, selbst wenn man jetzt so ein Gefühl hat, das ändert vielleicht jetzt nicht sofort die Welt und das ist jetzt nur ein kleiner Teil, aber du kannst gar nicht anders in dem Moment, du musst das einfach tun, egal wie wenig oder wie viel das bringt, das ist halt, also deswegen, also ist schon klar, dass solche Organisationen, auch wenn wir jetzt, wie du ja schon gesagt hast, im Kontext von der gesamten Fischindustrie und so weiter, dass das vielleicht klein anmutet, aber diejenigen, die dann teilnehmen, wie du, wirst wahrscheinlich gar keine große Wahl haben, als dich da zu engagieren, wenn du dieses tiefe Bedürfnis dafür hast. Ja gut, das ist der erstmal der Anfang, den man betreibt muss, um da hinzukommen. Mhm. Und dann, wenn man schon dabei ist, klar, dann will man das auch machen. Und es ist natürlich, ich bin
Ja, also die Leute sehen das und die Leute sagen auch direkt, Mensch, ich bin danke, dass du das machst. Und ich denke mir, ich mache ja eigentlich nicht viel, ja, ich fahre ja nur das Schiff, fahre ein bisschen um die Welt mehr. Und aber man, mein Eindruck ist, es macht auch persönlich einen Unterschied, wenn du halt diese Aktionen im Fernsehen siehst und sagst, ach, das ist ja toll, wenn du tatsächlich jemanden hast, den du kennst, der sagt, Mensch, der ist ja da dabei. Der muss noch nicht mal im Bild zu sehen sein, aber du weißt, und die Menschen sind plötzlich eigentlich viel offener, viel mehr zu begeistern. Na, du bringst das Ding quasi an die Haustür, du bringst den Tierschutz an die Haustür. Genau, da brauchen wir noch nicht mal viel zu erzählen. Ich meine, ich hab viel erzählt, die Leute werden dann plötzlich viel, viel offener. Mensch, der macht sowas. Ja. Klasse, danke, dass du das so machst. Ja. Naja, klar, ich meine, das ist ja auch das... was man auch nicht verleugnen muss. Wenn man was Gutes tut, dann darf man sich auch dabei gut fühlen. Gutes zu tun muss nicht immer bedeuten zu leiden. Man darf auch gerne was Gutes tun und sich dabei gut fühlen und andere Menschen da. Aber auf jeden Fall. Ne? Das ist ja, was viele so denken. Wenn man sein Leben zum Beispiel einer Aufgabe widmet oder etwas tut, was nicht unbedingt nur der persönlichen Bereicherung dient, sondern wo es auch wirklich darum geht, sein Ideal zu folgen, dass das eben eine Sache ist, die einen auch ausfüllt, die einen wirklich glücklich macht. Und das sollte man auch genauso kommunizieren, weil ich denke, mit dieser Art und Weise kann man vielleicht noch mehr Menschen dazu bewegen, eben sich für den Tierschutz zu engagieren oder was auch immer für Gleichberechtigung oder wo einem der Idealismus halt hinträgt und dass die Leute wirklich ihre Ideale auch leben. Ich glaube, das ist in unserer gesamten Gesellschaft so ein bisschen verschwunden. Ne? Es geht ja wirklich eigentlich nur noch um Erfolg, um Geld, um solche profanen Sachen, aber um die wirklich wichtigen Dinge, um die Ideale, das ist ein, was auch wirklich im Herzen ausfüllt. Darum geht es meiner Meinung nach weniger als vielleicht noch in früheren Zeiten. Also zumindest ist das den Eindruck, den ich habe. Ja, ich sag's mal so, durch die Ideale sind sicherlich ein bisschen verschoben. Manche Menschen haben halt, wenn du halt bloß nach Reichtum und Wohlstand strebst, dann wirst du natürlich in deinem goldenen Käfig sitzen und nicht richtig, eventuell nicht wirklich glücklich werden. Aber es muss ja nicht sein, dass es immer so ist. Hm. Ja, und das merkt man halt auch bei den Reaktionen. Man kriegt halt auch oft gesagt, Mensch, das hätte ich auch ganz gerne mal machen. Man sagt, eigentlich streben wir alle nicht wirklich nach viel Geld und viel Macht, sondern wir wollen mal was erleben, wir wollen was Gutes tun. Aber dann sage ich, bin auch klar, du kannst durch dein Konsumverhalten, das ist ganz einfach. So, jedes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, entscheidest du mit deinem Verhalten mit, ob jemand wie ich oder die anderen T-Shirts oder Greenpeace oder was auch immer, ob die noch benötigt werden. Also es ist nicht so, dass du großes Abenteuer viel Zeit auf dich nehmen kannst. Nee, kann eigentlich jeder. Das ist so ein bisschen aus dem, manchmal denke ich, aus dem Bewusstsein geraten, dass man also kein großes Abenteuer braucht, einfach mal was Gutes zu tun, das eigentlich gleich in der Nachbarschaft, es gibt immer irgendwelche Sachen. Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen pauschalisiert, aber im Prinzip es ist einfach so. Es ist definitiv so, du kannst jeden Tag was Gutes machen, also das ist überhaupt kein Thema. In jedem liegt ja auch was anderes, jeder hat seine Talente woanders, ne? Also es gibt so Menschen, die jetzt wahrscheinlich auf See vielleicht 2-3 Tage überleben würden und dann, also ich kenne ja zwei Leute persönlich, die können einfach nicht mit dem Schiff fahren, das geht nicht. Und die können natürlich auch nicht auf der See Shepherd dann helfen und so. Und die können aber dafür vielleicht was anderes. Aber das würde mich auch noch interessieren. Du hast ja selber gesagt, du bist da auch so eher eine Landratte, ne? Ja. Und wie ist das dann, so lange auf einem Schiff zu sein? War das am Anfang, wo du das erste Mal dabei warst, extrem schwierig oder hat man sich total schnell dran gewöhnt? Also es ist ja wirklich, so lange und kein Land zu haben, sondern nur auf dem Schiff, das ist ja
Ist ja unverständlich. Also es war für mich ein Grund, neben der Aktivität, und da brauchen wir gar nicht drum herum drehen, ist natürlich auch mal zu sehen, wie funktioniert sowas. Ich habe mich tatsächlich innerhalb von, als die Anfrage kam, innerhalb von einer Woche war ich da drüben. So schnell hatte ich noch nie in meinem Leben eine Entscheidung gebildet. Ich bin eigentlich ein Mensch, der Monate braucht, also um mal was zu bewegen, wenn überhaupt. Und gesagt, nee, das mache ich dann. Für mich war also dann wirklich die Herausforderung zu sehen, wie läuft das erstmal so lange von zu Hause weg zu bleiben. Ich bin eigentlich der typische Netzzocker. Das kannst du jetzt nicht mehr sagen, dass du der typische Netzzocker bist. Das nimmt ja keiner mehr ab. Ach, nach 8 Monaten, was soll ich sagen? Ich habe natürlich auch keine Angst, werde ich seekrank oder nicht. Wir hatten zwar Glück. Wir haben zwar Glück mit Wetter, dadurch, dass wir nicht südlich gefahren sind, wo dann also tatsächlich die Sturmgebiete sind, aber raues Wetter hatten wir doch ab und zu. Ich bin bei der Überfahrt nach Perth das erste Mal seekrank geworden, auch nur und zwar richtig. Hat bei mir Gott sei Dank nur einen Tag gebraucht, also manche Leute haben da wesentlich länger gebraucht. Und dann nochmal am Start der nächsten Kampagne auch nochmal einen Tag, also dann habe ich allerdings meine Seebeine da. Und was die Abgeschiedenheit betrifft, da denke ich heute noch drüber nach, wie das ist. Es war eigentlich überraschend. Unspektakulär. Also ich habe mich irgendwie nach 2 Monaten gefragt, das Heimweh könnte eigentlich größer sein. Und klar, auch die Eingeschränktheit, die man auf so einem Schiff hat. Klar, ich bin eigentlich hobbymäßig ein Läufer, sogar ein Ultramarathon. Und mir hat das Laufen dort gefehlt. Ich wollte aber auch ehrlich gesagt nicht die Runden hinten, kleine Runden am Hubschrauberdeck drehen. Das war mir zu albern. Das heißt, ich war danach ein bisschen an dem Training. Das war aber auch die einzige Sache. Irgendwann. Ich muss jetzt überlegen, nach 5 Wochen sind wir mal in Jakarta angelegt. Ja. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir das andere Schiff geschnappt haben. Dort haben wir zwei Wochen verbracht. Das war erstmal schon eine schöne Sache, wobei ich in Jakarta auch nur eine Nacht war, wenn ich mal wieder in einem klimatisierten Raum schlafe und im richtigen großen Bett. Das war schon eine feine Sache. Aber leider ist Jakarta nicht so eine schöne Sache, eine schöne Stadt, dass man da länger bleiben möchte. Okay. Das zweite Mal war dann nach weiteren 4 Wochen in Hongkong. Das war schon etwas besser, weil wir haben eine richtig lange Wanderung gemacht. Aber ansonsten, klar, man bekommt ein anderes Zeitgefühl. Ja? Hierzulande, wenn du von A nach B sprichst, dann denkst du, okay, ich fahre heute von München nach Leipzig, da bin ich in 5 Stunden da oder 6 Stunden, ja, oder ich fahre nach Finnland, da bin ich in 3 Tagen da. Mhm. Ja? Und dann sagst du, ja, jetzt fahren wir auf die Heimfahrt von Hongkong nach Melbourne, wir sind etwa 4 Wochen da. Ganz andere Dimensionen, und klar bekommt man irgendwann mal Heimweh. Irgendwann sagt man sich dann, könnte auch langsam wieder Schluss werden, aber es hat mich halt überrascht, dass es erst so relativ spät kam. Ja. Und ich will nicht behaupten, dass du ständig unwahrscheinlich beschäftigt bist. Ha. Du hast auf einem Schiff jede Menge Zeit. Okay. Du hast deine tägliche Routine, ja. Es müssen Sachen gemacht werden, klar, aber daneben, es ist halt ein ganz normaler, für alle, ein ganz normaler 8-Stunden-Tag. Manche arbeiten den in Schichten, der Maschinenraum und die Brücke, die arbeiten jeweils 2x4-Stunden-Schichten. Ich habe meinen ganz normalen Arbeitstag von 8 bis 16 Uhr.
wo ich da was mache. Und wenn man natürlich nach Arbeitsschluss anfällt, mache ich das auch, ist ja klar. Aber danach kannst du halt nicht einfach runter vom Schiff und irgendwo hin. Das heißt, du musst irgendwie. Was machst du da? Die Zeit zu bringen. Man hat sehr, sehr viel Zeit zu nachdenken, man hat auch sehr viel Zeit, einfach noch mehr zu schauen. Wunderschön. Das machen. Kann ich auch natürlich auch das Zusammensein mit Menschen am engen Raum war für mich was völlig Neues. Ich lebe eigentlich die meiste Zeit alleine. Dort reise ich regelmäßig mit Freunden. aber dort sitzt du halt ständig aufeinander. Mhm. Ja. Ach, das ist gut gegangen. Was ich vorher nicht so gedacht habe. Also man hat trotz allem viel Zeit, auch viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe auch einige Zukunftspläne in dieser Zeit entwickelt, weil ich mir vorher nicht vorstellen konnte in der Enge meiner eigenen vier Wände. Mhm. Insofern, es war überraschend, dass das Heimweh nicht so schlimm war, zumindest bis zum Schluss, dass ich das unbedingt weg wollte. Also du wirst quasi bei jedem Hafen gefragt, möchtest du die nächste Runde mitmachen? Ach so. Weil ursprünglich nur eine Operation geplant war, sind zwei geworden. Und zuzüglich Rückfahrt. Das heißt, du wurdest einfach eigentlich zweimal gefragt, möchtest du weitermachen? Okay. Ich habe immer gesagt, ja, möchte ich. Aber es sind teilweise Leute runtergegangen, also in ganz unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Entweder weil sie tatsächlich die ganze Zeit seekrank waren. Schade, ja. Aber wir haben zumindest versucht, ja. Manche aus finanziellen Sachen, aus finanziellen Gründen, einfach, manche Sachen, wenn wir so auf dem Schiff sind, laufen ja manche Sachen weiter. Ja. So, bei mir zu Hause die Miete ist weitergelaufen, ich konnte leider für die, innerhalb von einer Woche, wäre es unmöglich gewesen, hier mal eine Zwischenmiete zu bekommen. Also, war trotzdem mehr. Das sind eigentlich so die Gründe, weswegen Leute runtergehen oder weil sie einfach, ja, manchmal sind auch private Gründe. Viele haben ja auch Familie, Freunde, Haustiere und solche Sachen oder einen eigenen Betrieb und so weiter. Und 4 Wochen sind das schon eine lange Zeit. Mhm. Das sind so die Gründe. Und das bietet natürlich dann Chancen für andere, dann aufs Schiff zu kommen und die nächste Runde mitzumachen. Genau. Ja. Insofern, Aber ich habe erstaunlicherweise die ganze Zeit. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Üblicherweise wird gesagt bei der Bewerbung, also du musst dich zumindest für die Schiffe, musst du dich für mindestens 4 Wochen bereithalten. Dass es 3,5 Monate geworden sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man eine Landkampagne bewirbt, das ist dann meistens wesentlich unkomplizierter. Da geht dann schon ab mal eine Woche, 14 Tage. Ja. Das ist kein Problem. Weil das ist ja der Austausch relativ unkompliziert. Mit auf dem Pazifik eine Kur auszutauschen. Eher schlecht. Und sag mal, dieses jetzt nochmal, du hast schon gesagt, auf See hinauszuschauen, da habe ich auch sofort dran gedacht, diese Freiheit und dieses Dings, dieses Gefühl, dieses wie früher auch die Piraten, von denen du ja diese Piraten Dings, also immer so dieses, wie nennt man das, diese Romantik quasi. Die typische Seefahrerromantik. Ja, ja, ist das, erlebst du das tatsächlich? Ist das, ja. Ja, im Prinzip ist es einfach, du bist, quasi, also das ist die Weite, ja, du bist quasi immer umgeben, immer von diesen, auch gefühlsmäßig, selbst wenn du in deiner Kajüte bist, wo du eigentlich gar nicht siehst, das Schiff bewegt sich immer. Es kommt ganz selten vor, auch früher sehen, dass sich das Schiff mal nicht bewegt. Das heißt, du bist eigentlich immer in dem Bewusstsein, du bist draußen auf dem Meer und das ist,
auslösen sein für den einen oder anderen. Es kann auch Angst haben, also so ein ordentlicher Sturm, den wir eigentlich nicht erlebt haben. Also ein paar Aussagen, unsere Erfahrungen mit Lieder, alles noch Pillepalle, was wir nicht erlebt haben. auch reicht hat schon, also wenn da mal so eine große Welle bis hoch zur Brücke schwappt. Das ist schon mehr damit. Aber es ist natürlich auch beeindruckend, ja? wenn du plötzlich merkst, so ein kleiner Kahn, wie wir waren, der hoch und runter geht und wirklich quasi Sprünge auf den Weltall macht. Und du musst dich überall festhalten und es ist manchmal einfach komisch, einen einfachen Kaffee sicher an deinen Schatz zu bringen, weil ständig alles wackelt. ich sehe es dann eher nicht furchterregend, sondern es sind viele komische Momente dabei, wo man einfach lacht und man sagt, ach Mensch, was sind denn noch für Typen hier, dass wir uns das anfühlen. Ja. Aber ich bin also eher der Mensch, der das mit Humor nimmt und es ist natürlich auch gigantisch, egal ob das mehr ruhig ist oder ob es überscheuen, ja. Kritikfällen. Das ist ja vor allem dann dieses Gefühl zu leben, auch wirklich tatsächlich zu leben, Erfahrungen zu sammeln, auch wenn es vielleicht ein bisschen, ja, eben weil es halt auch anders ist, dass du halt andere Eindrücke und wirklich, du sagst, wie bin ich eigentlich hierher gekommen, was suche ich eigentlich hier? Das ist halt einfach, was mache ich eigentlich hier? Ja, das kann ich sowas für absolut nachvollziehen. Und das Gefühl kannst du eigentlich ständig haben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Du bist total genervt, dann gehst du raus ans Steak oder raus auf die Brücke, guckst du aufs Meer und sagst dir, ach schön. Du sagst, du hast viel Zeit so auch alleine verbringen können mit dem Blick aufs Meer und du hast gesagt, du hast jetzt auch ein paar Pläne geschmiedet, so was du noch tust und so von der philosophischen Seite her oder so von der Seinsseite, gab es da auch viele Momente für dich oder war das nicht so für dich? Also dass du über dein Leben nachgedacht hast und solche Sachen? Also, ja, natürlich. Es war im Prinzip so, bevor ich auf das Schiff kam, hatte ich 6 Monate vorher meinen letzten Job gekündigt. Mhm. Das war einfach, nicht weil es mir dort nicht gefallen hat. Das Team war super, der Chef war toll und auch die Umgebung, die Bezahlung. Das war bloß 13 Kilometer von meinem Zuhause, bin ich fast jeden Tag hingeradelt oder hingelaufen, also eigentlich perfekt. Aber die Abgabe hat mich nicht mehr ausgefüllt. Und auch Weiterbildung und so war ich war irgendwie ausgebrannt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich irgendein gesagt, das war eine Entscheidung, die habe ich sehr, sehr lange rausgeschoben. Also zwei Jahre war es, glaube ich. Dann einfach gesagt, ich mache einfach mal einen Schlussstrich und schaue, was will ich eigentlich. Und es war, ich empfinde halt also sehr groß, das hat mir eigentlich erst ermöglicht, mich erstmal zu bewerben. Ne? Mhm. Weil nun konnte ich natürlich sagen, ja, wenn er mich braucht, ich bin da, ich habe im Moment keine Bindungen hier. Ein ganz großer Vorteil bei sowas. Und natürlich, wenn du dann so auf dem Schiff bist mit den paar Sachen, die du dir selber mitgebracht hast, ob jetzt nicht einen riesen Schrankkoffer mitgebracht, sondern bewusst eigentlich nur das eingepackt, wo ich denke, das brauchst du wirklich. Wenn man sich dann überlegt, was würde ich jetzt gerne machen? Oder was wird, oder hier und da und so weiter. Und dann kommst du zurück und siehst, was für Tasten Müll du dir eigentlich angeschafft hast. Und du überlegst dir, nach der Sache, da hatte ich überhaupt keine Lust, aber das wollte ich zum Beispiel unbedingt machen. Also die Laverei hat zum Beispiel für mich eine ganz neue Dimension bekommen, weil ich einfach nicht richtig laufen konnte. Mhm. Habe ich die Pläne gemacht und das und das und das, oder auch berufsmäßig habe ich halt gemerkt, ja, die IT ist für mich noch lange nicht abgewegt, aber ich möchte halt in einer anderen Richtung machen. Mhm. Ich war sogar mich in einer gewissen Richtung selbstständig gemacht. Zu machen. Das war für mich früher nie ein Thema. Ich habe gesagt, ich bin
ich bin eigentlich der typische Befehlsempfänger, sagt mir, was ich zu machen habe und ich mache. Auf dem Schiff, das war eine Herausforderung, war ich in meiner Abteilung der einzige Person. Ein Communication Officer, ja. Der Mensch, der mich eingewiesen hat, ist ein Mann geblieben, der hat die Operation nicht gemacht. Und nun müsste ich plötzlich mir meine Zeit selber einteilen, meine Arbeit selber einteilen. Und das Schlimmste, ich musste andere Leute um Hilfe bitten. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie egoistisch ich bin, weil dass ich anderen Leuten nicht zutrauen, dass sie diese Arbeit genauso gut machen können wie ich selber. Ich muss es einfach mal so sagen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich hab das gelernt durch ein paar sehr tolle Menschen. Es geht. Und machen teilweise sogar noch besser als ich zu sagen. Ja. Und da ist dann quasi auch der Gedanke gekommen. Der Mensch, der mich eingewiesen hat, hat auch ganz am Anfang gesagt, also hier bei Sea Shepherd auf dem Schiff zu arbeiten, das ruiniert dir deine ganze Lebenszeit oder die Art, wie du künftig dein Geld verdienen möchtest. Mhm. Also nicht mehr dieses Tag ein, Tag aus auf Arbeit gehen, nur um sich dann aufs Wochenende zu freuen. Mhm. Wobei ich sagen würde, ich bin eigentlich immer ganz gerne auf Arbeit gegangen, aber das war halt der Grund, warum ich gegangen bin, als es mir nicht mehr Spaß gemacht hat. Aber jetzt zu überlegen, Mensch, ich könnte eigentlich, weil ich seit hier mein Geld auch vom Laptop aus verbringen und der Laptop muss nicht immer an derselben Stelle stehen. Ich kann damit reisen, ich kann damit ins Café gehen, ich kann viel draußen bleiben. Mhm. Und es ist vielleicht nicht mehr ganz so viel Geld wie vorher, aber das brauche ich auch nicht. Genau, was brauchst du denn? Du musst du könntest essen können und du idealerweise hast du ein Dach über dem Kopf und mehr brauchst du im Endeffekt nicht wirklich. Ich habe jetzt 7,5 Monate lang in dieser kleinen Kajüte gelebt, fast jede Nacht. Und wirklich nur das, was ich mitgenommen habe. Ich habe mir ganz, ganz wenige Sachen dazu gekauft, dort in Australien. Und ansonsten hatte ich das Einzige, wofür ich halt Geld ausgegeben hätte, macht das ein bisschen Sinn, hätte, würde, müsste, wäre das Essen gewesen und das habe ich ja sowieso bekommen. Ja. Das sind auch die Sachen, die ich mitgenommen habe, also haben sich natürlich vorher die Leute reichlich mit den Sachen eingedeckt, die sie selber gerne essen. Das Problem ist ja, auf den Schiffen, die Schiffen sind übrigens alle vegan. Also es wird auch vegan. Du musst zwar kein Veganer sein, um das mitmachen zu können, du darfst dir sogar unvegane Sachen mitbringen, auch die musst du dann selber zubereiten. Und das Essen ist schon alles hundertprozentig vegan. Das ist ein sehr interessante Erfahrung, einfach nicht mehr nachfragen zu müssen und erstens gekocht zu werden und dann nicht nachfragen zu müssen. Natürlich hast du das Problem, am Anfang ist alles noch schön frisch und so weiter. Dann so nach 2-3 Wochen nehmen die Bohnen überhand und der Reis und so weiter. Du merkst schon, das frische Zeug wird langsam alle. Also ich glaube, für das nächste halbe, dreiviertel Jahr kann ich keine Peps mehr sehen und keine Bohnen. Also es ist nicht der Schuld der Küche. Also die Küche war, die Computer war super. Ja. Für kulinarische Inspiration musst du zum Rohkost-Potluck kommen. Für die genau, also wenn ich leistig bin im Juli, komme ich auf jeden Fall. Das ist schön. Ja, aber du kannst gleich weiterreden, aber eine Sache muss ich unbedingt einhaken. Und zwar, dass genau der Punkt ist, warum viele dann sagen, nee, ich brauche nicht nur Geld für Essen und Trinken und für Dach über dem Kopf, sondern ich will mir ja auch noch was leisten, ich will ja auch schöne Dinge erleben und sonst was. Wenn du das tust, was du willst, dann musst du nur essen, weil du essen musst und du musst schlafen, weil du schlafen musst, aber du tust ja zu 100% das, was du willst. Und dann brauchst du nicht dir irgendwas Schönes zu kaufen oder einen Erlebnispark oder in Urlaub zu fahren oder irgendwie sowas. Denn du machst das, was du willst. Und das ist das, was die Leute einfach immer nicht so schwer verstehen. Sie haben dieses Konzept von Arbeit und Freizeit. Aber wenn du wirklich das tust, was du willst,
So, und ich erlebe das ja derzeit. Dann ist das Leben super, das ist perfekt, auch wenn du kein Geld hast. Und das ist so wichtig. Aber das kann man eben nur erfahren, wenn man das nur sagt, dann ma, wum, wum und dann ist weg. Aber das muss man erfahren. Und das ist meine Meinung. Wenn du das so sagst, du hast mit relativ wenig gelebt, dann war das ja auch die Faszination, dass du halt was tust, was du willst. Und auch viel natürlich neuartige Eindrücke wahrscheinlich und andersartige Eindrücke. Aber muss man nicht mit Geld kaufen, die Qualität des Lebens. Das ist das Entscheidende. Ja, also zumindest nicht Lebensqualität mit Geld erkaufen wollen, das ist richtig. Ja. Ab und zu mal hier sich übersalzen, da bin ich auch nach wie vor nicht abgeneigt, aber ich kehre nicht davon. Und genauso, wenn es ums Geld verdienen geht, eine kluge Person hat mal gesagt, sie macht nur das für Geld, was sie auch umsonst machen würde. Genau, super, perfekt. Mhm. Genau. So, das finde ich eine sehr schöne Einstellung. Und wie gesagt, wir sind mit einigen Ideen gekommen. Und ich habe halt auch gemerkt, dass viele von den bestimmten viele Interessen, die ich da so immer so noch mit mir geschleppt habe, wo ich sage, fehlt mir eigentlich gar nicht. Mhm. Und das heißt, es gibt Ideen jetzt bei mir auch über ein paar Ideen, wo ich eine ganze Menge Sachen herausschmeiße, wo ich sage, hat mir das nicht gefehlt. Mhm. Also es ist wirklich auch die persönliche Erfahrung mit so wenig Besitz, so viel erlebt zu haben. Oft ist es ja auch gerade so, dass dieser wenige Besitz einem auch befreit, weil Besitz ist ja häufig auch mit Verantwortung verbunden. Du musst dich um dein Auto kümmern, du musst dich um als Besitz für dich hast. Du hast ja eine Verantwortung. Du kannst es ja selbst in Deutschland nicht einfach rausschmeißen. Das musst du dann zur Entsorgung fahren und so weiter. Du hast ja für alles, was du besitzt, eine Verantwortung, weil es deins ist. Und wenn du weniger hast, hast du weniger Verantwortung, kannst du freier sein, kannst du freier agieren, kannst du leben. Genau, die Stunden, die wir damit verbringen, abzuräumen, sauber zu machen, zu sortieren und so weiter und zu überlegen, brauche ich das noch nicht. Also es war eigentlich war es ein großer Kulturschock, als ich nach Hause kam. Ich meine, die eigene Wohnung 7,5 Monate nicht zu sehen und danach wieder herzukommen. Das hätte ich so nicht gedacht. Ich meine, man gewöhnt sich an viele Sachen wieder recht schnell, aber es rumort im Hintergrund, was brauchst du das ganze Zeug hier? Ja. Also, wie es heißt, so schön zuvor, wie vorher war es nie wieder sein. Ja, es gibt ja so oftmals, dass die Leute, die zum Beispiel jetzt lange in der Natur waren oder draußen waren oder von der Armee eingesetzt wurden, da gibt es ja auch die Geschichten, die kommen nach Hause in ihr Einfamilienhaus, schauen sich um und sagen, nehmen ihr Zelt, gehen in den Garten, bauen ihr Zelt und gehen rein. Das war auch ein großes, das war auch eine der Wünsche, die ich hatte. Ich habe so ein kleines Einmal, ich habe so zwei kleine Zelte, auch einfach jetzt mal raus und wieder Zelten gehen. Ja, jetzt, letzte Woche habe ich es dann endlich geschafft. Einfach mal raus, Natur, Zelt abbauen, Nacht wieder draußen verbringen. Geil. Das ist doch eigentlich das Wahre. Ja. Das ist eigentlich das Wahre. Und das kann man, da braucht so wenig. Ja. Das ist eigentlich alles schon da. Das ist ja genau das. Das meiste ist ja, der Sinn besteht da, oder meiner Meinung nach die Erfahrung, Dinge loszulassen und nicht dazu zu bekommen. Das ist eigentlich der Sinn. Und wir haben es aber anders gelernt. Immer mehr Informationen, mehr Dings und so weiter. Das ist halt, wie gesagt, das ist aber auch eine Erfahrungssache. Das kannst du jemandem nicht beibringen, sondern jemand muss die Erfahrung machen. Und solche Sachen wie eben, so eine Sea Shepherd Rundreise, sage ich mal. Also sowas, oder irgendwie auch Notsituationen. Notsituationen können halt häufig auch Katalysator für neue Gedanken sein, wo du einfach dir bewusst über gewisse Dinge bist, was du zum Beispiel brauchst und was du nicht brauchst. Und deswegen ist es, ja, kann ich mir auch total interessant vorstellen, da auf der Sea Shepherd da zu, ja, sagen sich zu... Also man muss, es sind einfach auch die Leute, mit denen man sich umgibt. Man hat halt dadurch, dass man
man muss noch nicht mal rausfahren. Das habe ich jetzt in Peru gemerkt, das habe ich in Finnland gemerkt. Du hast halt dadurch, dass du bei dieser Organisation mitarbeitest, dass du auch, vielleicht auch vegan bist. Wie gesagt, du musst nicht vegan sein. Und dann, aber einfach, dass man schon damals, dass man sich mit den Leuten umgibt. Und dann auch ihre Geschichten hört. Was machen die denn? Und so weiter. Das ist eine ganz andere. Man bekommt einen ganz anderen Einfluss, man kann auch bekommt ganz neue Gedanken. Weil man sieht, bei den anderen funktioniert das auch. Man sieht auch, sind die wirklich glücklich und bei den meisten ist es das so. Es ist nicht so, dass das alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Diese Leute haben auch Sorgen, aber es sind in den wenigsten Fällen materielle Sorgen. Mhm. Klar, wenn jemand vom Schiff runtergeht, weil das Geld langsam knapp wird zu Hause, dann ist das eigentlich zwar eine materielle Sorge, aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die haben Familie. Mhm. Und ohne Geld geht es halt nicht. Du merkst halt ganz schnell, es geht. Die Leute, die Sorgen haben, das sind dann irgendwelche andere Sachen, beziehungstechnisch oder vom Lebensstil oder schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit. Weil ich da in den Selbstempfang die Frage, welche Jeans ziehe ich denn morgen an? Oder welches Schnäppchen hole ich mir morgen? Ja. Weil ich meine auch bescheuert, wenn die Leute für 50 Cent weniger 10 Kilometer weiterfahren. Mhm. Oder immer das ist, ja, dann fragen sie mich, was soll das? Ja. Das. Frage ich mich häufiger mal, wenn du dir bewusst wirst über dein Leben, es gibt so viele Dinge, wenn du darüber nachdenkst, wo du eigentlich sagst, das macht doch eigentlich keinen Sinn. Aber die Leute denken eben nicht nach, sondern die Leute agieren, wie sie es gelernt haben und wie sie auch, du bist ja in so einem Wohlfühl, gerade jetzt hier, wenn du in Deutschland lebst, du bist ja in einem Wohlfühlbereich quasi. Du hast ja überhaupt keinen Zwang. Du selbst, sag ich mal, die Menschen, die sozusagen am wenigsten haben bei uns, die sozusagen aufgefangen werden vom sozialen Netz, selbst die Menschen leben ja, also ganz ehrlich, das habe ich schon häufiger gesagt, die leben im Luxus. Die leben einfach im Luxus. Ich weiß, viele sehen das nicht so, viele fühlen sich angegriffen. Aber ich derzeit zum Beispiel gebe für Essen und Trinken auch durch gewisse Umstände 100 Euro im Monat aus und ich komme damit und ich komme damit klar. So, und wenn ich 400 Euro hätte, wie jetzt sozusagen im Hartz IV, der Regelsatz 400 Euro, da würde ich noch besser damit klar. Aber es ist eigentlich für alles gesorgt. Und das ist aber auch die Problematik. Weil für alles gesorgt ist, musst du dir auch keinen Kopf machen, sondern du bist in diesem Rad drin und fängst da nicht an nachzudenken. Und das ist das große Problem, unser Luxus. Aber das ist natürlich dann auch wieder der Einfluss von den Menschen, mit denen du dich umgibst, von den Medien, die du dich umgibst. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis denke, es gibt auch solche und solche, merkt ganz genau, dieser Mensch ist halt materiell eingestellt, weil er halt nur diese Zeitschriften und diese Fernsehsendungen konsumiert, wo dir suggeriert, dass du so kannst du erfolgreich sein. Und andere Leute, die eben naturverbunden sind oder auch mal sich mit irgendwelchen Aktivisten treffen und so weiter, die ganz, ganz, ganz anders sind. Es ist so schön, die Umwelt von den Menschen. Das ist so. Und denken ist die eine Sache, aber ich denke mal auch die Gesellschaft, die Medien, man weiß heutzutage sehr genau, wie man die Menschen manipulieren kann. Mhm. Und mit manipulieren meine ich das jetzt nicht im negativen Sinn, sondern welche Schalter man drücken kann. Ich sag immer gerne, das Problem mit der Bild-Zeitung liegt nicht beim Springer Verlag, sondern bei den Leuten, die davor sitzen, die das Zeug noch kaufen. Das lädt, genau. So. Genau, wenn das Zeug keiner mehr lesen würde, würde es auch von selber gehen. Und unsere Gesellschaft ist da, glaube ich, relativ gut. Gut, wir leben im Kapitalismus, ja. Mhm. Und da geht es darum, möglichst viele Sachen an möglichst viele Leute zu bringen. Und die Mechanismen, die dahinter stehen, ob das durch Werbung ist oder durch
einfacher Gestaltung von Verpackungen und so weiter und durch das Arrangieren im Supermarkt, die ganzen Aufsteller und so weiter. Alles. Aber die Frage ist. Das ist richtig, aber die Sache ist die, du sagst, wir leben im Kapitalismus. Und wenn irgendwann die Masse der Menschheit überhaupt kein Geld mehr will, sondern einfach nur glücklich und zufrieden sein will und erkennt, wie sie das erreicht, nämlich die wahre Zufriedenheit kommt durch Liebe, durch die Verbundenheit mit der Natur. Und wenn das dann so ist, dann können die Leute ihr Geld machen, wie sie wollen, das interessiert dann keinen mehr. Ne? Und das ist das, worauf ich hoffe. Das ist ein Schritt, wo ich denke, das wird irgendwann kommen. Das wird vielleicht noch 1000 Jahre dauern, aber ich spüre das einfach so sehr in mir, weil ich halt eben diese Erfahrung machen durfte. Ich habe durch, sag mal, gute Umstände und gute Entscheidungen sehr viel Geld machen können und dann sozusagen erleben können, was das bedeutet. Und andererseits habe ich auch dann mich geistig weiterentwickeln können, weil das ist das Einzige, wo ich sage, Geld macht Sinn, weil du kannst dich mit Geld, wenn du genug Geld hast, komplett dich geistig frei entwickeln, du bist an nichts gebunden, was du tun musst. Und von daher würde das Sinn machen. Und und dann eben die Erfahrung gemacht, was das andere bedeutet. Und die Zufriedenheit, die du mit Liebe, mit Nächstenliebe, mit Verbundenheit zur Natur generierst, das ist eine ganz tiefere und richtiger sich anfühlende Qualität als eine Zufriedenheit, wenn du dir das neue Auto gekauft hast. Also das ist einfach so. Ne? Und das ist halt das, ich hoffe, dass die Menschheit dorthin kommt und dass die Menschen das erkennen, und ich glaube auch daran. Aber im Prinzip hast du völlig recht. Ich hoffe nur, es kommt, ein sanfter Übergang und nicht sowas wie zum Beispiel über Börsenkreis, wie wir es ja schon mehrmals in der Geschichte haben, wo also wirklich viele Menschen über Nacht verarmt sind und so weiter. Das Bewusstsein ist nach wie vor da. Da bin ich mit dir völlig einer Meinung. Ich meine, das ist unser tiefstes Innere, was über Millionen von Jahren entwickelt hat. Die Industriegesellschaft gibt erst seit paar hundert Jahren. Das lässt sich nicht so leicht ausrotten, aber es muss halt immer ins Bewusstsein gebracht werden. Was mir halt immer Sorgen macht, wir haben jetzt das Internet als die größte Informationsquelle, die Menschheit jemals gab. Es war noch nie so einfach, an Informationen zu kommen. Auch wenn du dir mal guckst, was sich die Leute im Internet anschauen. Oder was die Leute wissen. Das muss jetzt, nehmen wir einfach das Beispiel Veganismus. Ja. Es ist so einfach, sich mal schnell zu informieren. Aber was immer noch für Sprüche kommen und entsprechende Beiträge oder wenn man eine Zeitschrift auf Facebook einen veganen Artikel, was da für Mist kommt. Anstelle mal fix Google abzurufen, das ist so. Also das ist blöd, oder. Und das macht mir halt immer Sorgen, dass ich meine, früher wurde Herrschaft dadurch ermöglicht, dass du das Volk dumm gehalten hast. Funktioniert scheinbar heute immer noch. Ja, eine ganz subtilere Art und Weise, eben durch subversive Manipulation und nicht so von oben herab, sondern dass die Leute denken, dass sie den freien Willen haben, aber sind eben konditioniert durch Wirtschaft. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die ganzen Geschichten in den Medien, beziehungsweise in den Supermärkten, das ist manchmal sehr, sehr fasziniert, wie einfach. Ich auch mich selber, also ich bin davon nicht. Natürlich, sind wir alle. Genau, mich manipulieren lassen. Ja. Aber zumindest, jetzt sind wir dabei, dass Bewusstsein ist weiß, wenn ich mal wieder spontan was kaufen möchte, dass ich auch mal schlafen darf. Manchmal die Zuhause-Sache ganz andere aus. Und Andreas, wird es deine letzte Sea Shepherd gewesen sein oder denkst du darüber nach, vielleicht nochmal? Also ich habe auf jeden Fall im Moment noch nicht vor, mich an eine Firma wieder zu binden, berufsmäßig. Hatte ich auch schon gesagt, ich will eher so in Richtung Selbstständigkeit. Da bin ich auch zeitlich frei. Ich habe den Leuten natürlich sofort gesagt, wenn er mich wieder braucht, bitte sofort anrufen. Ihr kennt mich ja.
Und ich habe also auch bei meinem Abschied viele positive Rückmeldungen. Es haben mir viele Leute gesagt, gut, ich hoffe, wir können wieder, wenn wir dann nochmal zusammenreisen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also wenn die Schiffe wieder rausfahren, es ist ja nicht nur ein Schiff, es ist eine ganze Flotte, die Seeschiffe und was. Ja, auf jeden Fall mit einem Okay, ich möchte ja unbedingt noch in die Antarktis. Ja, ja. Das. Also das lasse ich, da hoffe ich immer noch dran. Ja, also auf jeden Fall. Okay, das freut mich. Schön, Andreas. Und ich hoffe, wir sehen uns wirklich im Juni, dass es klappt. Man weiß ja nie, Krankheit oder sonst was. Beim Rohkost-Potluck, ich würde mich total freuen, dich auch persönlich kennenzulernen, dich mal in den Arm zu nehmen zu können. Und ja. Ja, ich finde, es ist eigentlich eine lange Tradition. Ich lebe jetzt seit 2001 in der Münchner Gegend, also in Erding genauer zu sein, und habe auch jetzt noch Kontakt nach zu Hause. Ich habe dir geschrieben, ich komme aus Wimmer. Ja, ja. Und wir haben da so einen Funkerclub, ich bin also unter anderem auch Amateurfunker, obwohl ich es relativ selten mache. Und wir haben so eine schöne Situation, wir gehen da einmal im Jahr, im Juli meistens, eine Woche zelten, auf die Beetinseln bei Trebsen. Trebsen, Das ist halt die Zeit, wo ich immer mal wieder im Lande gehe. Und lass ich mir auch nicht nehmen, weil das ist einfach immer schön. Ich habe in Leipzig hab ich studiert zum Beispiel. Und da hoffe ich halt, letztes Jahr hat sich mit irgendwas überschritten, da wollte ich eigentlich schon kommen. Aber dieses Jahr werde ich auf jeden Fall, ich habe ja auch die Zeit, einfach zum passenden Zeitpunkt da zu sein. Und dann werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auf den Vertrag kommen. Und da habe ich dann so etwas zu sehen. Auf jeden Fall, Andreas. Super, ja, finde ich. Da kann ich dir noch Bilder zeigen. Oder wenn du Interesse hast, ich habe auf Facebook die ganze Zeit geblockt, zumindest wo wir an Land waren, während der Kampagnen dann selber nicht. Ja. Wenn du zurückgehst, wenn du mal auf meine Seite gehst, zurück bis September, ich habe jeden Tag, also ich habe über 120 Einträge. Google ich auf jeden Fall, und ich werde es auch meinen Zuschauern verlinken, dass sie gleich wissen, wenn sie mehr von dir wollen, in deinem Facebook, weil ich habe mir die letzten paar Einträge, seitdem du wieder zurückgekommen bist, die habe ich mir durchgelesen und davor nicht, aber es ist natürlich mega interessant und ja, also auf jeden Fall, wenn du da, also ich meine, die Fotos, du hast ja keine mehr Fotos, als du geblockt hast, ne? Ich habe auch relativ wenige Fotos gemacht. Das ist einfach, wir hatten dort ein Team von Fotografen. Ah. Das ist auch eigentlich von T-Shirts so vorgesehen. Ach so. Dass die Leute, dass die Leute nicht unbedingt selber fotografieren. Es ist nicht konkret verboten. Das heißt, für gewisse Fälle ist es verboten. Also wenn du mitten in einer Action bist und dann deine GoPro anmachst. Und außerhalb, wenn du fotografieren für private Sachen machst, ich habe viele Sonnenuntergänge gemacht, ja. Aber ansonsten sind dafür tatsächlich die Fotografen da. Und ich muss ehrlich sagen, es ist keine schlechte Sache. Also ich habe die waren auch nachher so freundlich, ihre sämtlichen Bilder, mit der Crew zu teilen. Also ich habe eine große Festplatte mitgebracht, mit den ganzen Bildern. Und diese Bilder, ich meine, das ist ein professioneller Fotograf. Geil. Ja, ne, damit. Auf jeden Fall. Da bringe ich das Ding mit, da können wir noch ein bisschen mehr zeigen. Also ich werde eventuell auch mal das eine oder andere, zumindest was mich zeigt, auf Facebook stellen. Aber es gibt viel zu sehen. Cool, da freue ich mich. Und wie gesagt, falls du hier keine Übernachtungsmöglichkeit hast, ich habe einen Garten mit ganz großer Wiese und innen im Garten auch zum Schlafen. Also du könntest doch theoretisch. Oh, Mann, das freut mich. Ich hab zwar einen Bruder, der ist mit dem Döbel, aber falls du mal die Verlegenheit kommst, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. In meiner alten Heimat bin ich immer noch sehr, sehr gern. Es ist immer ein Bett für dich frei bei mir. Dankeschön. Alles klar, Andreas. Christian, ich danke mich, ich habe mich super gefreut. Und ich habe mich auch total gefreut, dass du uns hier deine Erlebnisse geteilt hast, weil das ist sicherlich für viele total motivierend, inspirierend und natürlich auch interessant. Und ja, und wir sehen uns dann spätestens beim Rohkost-Potluck wieder oder halt in den Kommentaren oder so. Ja, ich wollen wir mal sehen, ja. Ich wünsche auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute. Von Leipzig aus. Mach's gut. Tschüssi.